Guten Abend. Mein Name ist Ines Bayer, ich bin vom Deutschen Filmmuseum und ich begrüße Sie herzlich zur Premiere des jungen Filmclubs Treppe 41. Besondere Grüße darf ich Ihnen ausrichten von Claudia Dillmann, der Direktorin des Hauses, der diese Initiative sehr am Herzen liegt, die aber nach einer anstrengenden Woche und vor einem sehr anstrengenden Wochenende heute Abend nicht die Zeit hat, persönlich herzukommen. Aber ihre besonderen Grüße vor allen Dingen an euch hier in der zweiten Reihe, das Kernteam des Filmclubs. Das Deutsche Filmmuseum hat vor einigen Wochen die Gründung eines jungen Filmclubs initiiert. Heute und ab sofort jeden zweiten Freitagabend geben wir die Programmhoheit aus der Hand. Wir überlassen das Kino dem neuen jungen Filmclub Treppe 41. Die Mitglieder des Filmclubs sind frei in der Auswahl und Präsentationsform ihrer Filme. Der Filmclub ist damit ein Schritt von der Theorie in die Praxis, ein Freiraum und auch ein Raum nicht institutionalisierter Filmkultur. Ich als Teil der institutionalisierten Filmkultur bin deshalb hier eigentlich fehl am Platz und halte mich möglichst kurz. Vier Gedanken zu eurem Projekt, zu eurer Initiative. Gedanke 1, ihr stellt euch in eine ziemlich gewichtige Tradition. Die Tradition der Filmclubs entstanden als durchaus intellektuelle Debattierclubs in den 1910er und 20er Jahren und dann auf ungekannte Weise neu gegründet und zu großer Blüte gebracht in der Nachkriegszeit, haben sich immer verstanden als Selbstorganisation des Publikums, als Kino von und für Enthusiasten, als Raum für Filme, für Menschen, die Hunger und Lust hatten auf Filme, die sie zuvor nicht sehen konnten, nicht gesehen haben, nicht sehen durften. Filme aus anderen Ländern, aber durchaus auch aus deutscher Produktion. Kino in diesem Sinne auch verstanden als Schule des Sehens, als Bildungsort, Diskussionsraum und Ort der Debatten über Ästhetiken und Werte. Der zweite Gedanke, ihr habt euch den Namen Treppe 41 gegeben. Das bezieht sich zum einen, die 41, auf die Hausnummer dieses Gebäudes, zum anderen aber auch auf die Treppe, die ihr gewählt habt als Ort der Diskussion, wo ihr nachher euer Filmgespräch machen wollt. Ihr knüpft damit an eine Tradition, wahrscheinlich eher unbewusst, die aber für unser Haus wichtig ist. Vor dem Umbau des Gebäudes war die Treppe der Ort für Filmgespräche und den Austausch über Film. Deshalb hat eure Initiative für uns so einen leichten nostalgischen Charakter, den ihr, glaube ich, gar nicht wollt. Ihr habt euch im Vorfeld in den Diskussionen immer sehr gewehrt eigentlich gegen diese Filmclub-Idee und habt deshalb beschlossen, keine Mitgliedschaften, keine Satzung, keine Altersbeschränkung, wo hört der junge Filmclub auf, wo fängt was anderes an, keine Vereinsmeierei. Dritter Gedanke ganz kurz, Filmclubs sind entstanden von Filmenthusiasten aus dem Enthusiasmus für den Film. Und der vierte Gedanke, euer Konzept zielt auf Subjektivität. Es bietet Platz für persönliche Vorlieben und Marotten, für Klassiker und Kuriositäten. Gegen den alten Kanon oder für einen neuen, es fordert vor allem Meinungsstärke. Johannes Lehnen, der heutige Filmpate, der auch seinen Film gleich vorstellen wird, hat auf Facebook gepostet, dass Spring Breakers der beste Film des 21. Jahrhunderts sei. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang und ein schöner Anlass für die erste Diskussion. Und es ist vor allen Dingen kein Grund, warum nicht der nächste Filmpate im nächsten Film seinen besten Film des 21. Jahrhunderts genauso ins Rennen werfen kann. Danke von unserem ganzen Haus für euren Enthusiasmus und das Engagement. Toll, dass ihr ein volles Kino habt. Besonderen Dank an Artemis, die den Flyer, den ich eigentlich hochhalten wollte, gestaltet hat, also die Aquarelle für die einzelnen Filme malt. Viel Erfolg. Viel Erfolg euch, viel Vergnügen und viele neue Mitglieder oder Mitstreiter oder wie immer ihr sie nennen wollt. Hallo? Ah, okay. Na gut, geschafft. Also hallo auch nochmal von mir. Ich bin Sarina aus dem Organisationsteam von der Treppe 41 und möchte auch nochmal in unserem Namen euch alle hier herzlich begrüßen.
Und würde als erstes mal bitten, alle meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter kurz einmal aufzustehen und euch zu zeigen. Genau, diese Gesichter könnt ihr euch auch gerne schon mal merken, denn wie wir gerade schon so ansatzweise gehört haben und wie ihr vielleicht auch schon gelesen habt, uns liegt ganz besonders am Herzen, dass wir uns diesen Ort, also unseren Filmclub, als einen Ort vorstellen, in dem auch ein Austausch stattfindet, in dem wir reden über Film, in dem wir diesen Film gemeinsam schauen und in dem wir auch im Anschluss drüber sprechen möchten. Zum einen, also zum Ablauf kurz, das wird jedes Mal so sein, Ines hat es auch schon kurz angerissen, dass es einen Filmpaten gibt, der seinen oder einen Film vorstellt, der ihn oder sie besonders bewegt hat, begeistert hat, aus was für einem Grunde auch immer. Das wird der jeweilige Filmpate dann vor dem Film uns kurz erläutern. Und zu Beginn werden das jetzt immer Leute aus unserem Gründungsteam sein, aber es ist uns sehr wichtig, dass dieser Club offen gehalten ist und deshalb möchten wir auch, also freuen wir uns, wenn von eurer Seite Vorschläge kommen. Ihr könnt uns gerne ansprechen, wenn ihr selber auch einen Film habt, den ihr gerne vorstellen möchtet, dann sind wir offen dafür. Genau, und die zweite wichtige Säule ist das Biertrinken im Anschluss an unser Screening. Deshalb, wir werden uns nach dem Film auf die Treppe setzen. Es gibt Bier und Wein auf Spendenbasis und ihr seid recht herzlich alle dazu eingeladen, mitzumachen und mit uns zu sprechen. Gut, dann übergebe ich an Johannes, den Filmpaten für heute. Es gibt auch Paloma Limo. Ja, Spring Break. Spring Break Forever. Das sind zwei Worte oder drei, die ins Mark gehen der amerikanischen Jugend und es sind ganz magische Worte, die im Laufe des Films immer wieder wiederholt werden, die hypnotisch funktionieren. Immer wieder Spring Break forever, Spring Break. Das ist wunderschön. Und dann werden Pistolen geschossen. Zu den Schnitten kommen ab und zu die Geräusche einer sich entsichernden Waffe, dieses Klicken. Und so kommt man immer tiefer hinein in so einen Sog, aus den Tönen in so einen Rausch, so einen Bildrausch, Tonrausch. Die Szenen wiederholen sich, die Worte wiederholen sich. Und ich habe den Film den wichtigsten des 21. Jahrhunderts genannt als Zitat von Werner Herzog. Der sagt, 300 years from now, when people want to look back at this time, they won't go to the Obama inauguration speech. They will go to Spring Breakers. Und er sagt auch zu James Franco, you make Robert De Niro in Taxi Driver look like a kindergartner. Und wenn man sich dann diesen James Franco anschaut, in der vielleicht wichtigsten Szene, wo Britney Spears Every Time läuft und seinen Blick sieht durch den Rauch der Joints. Ja, dann denkt man, scheiße, der Kerl ist gefährlich. Und ich wünsche euch viel Spaß in diesem Rausch. Ich persönlich kann nur sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken oder Drogen genommen. Und dieser Film bringt euch und mich vor allem dem Gefühl, glaube ich, am allernächsten. Und das ist ein ganz schönes Gefühl, dieser Rausch. Viel Spaß!